Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Survivor. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Ja. Ah, die Nacht ist rum. Ich habe mich gut ausgeruht. Gestern war ein extrem langer Tag. Wir waren aber auch sehr spät im Bett gewesen. Ich habe irgendwie das Gefühl, heute wird ein genauso langer Tag. Wir haben unglaublich viel Arbeit. Aber ich glaube, das Erste, was ansteht, ist auf jeden Fall erstmal die Hühnchen ein bisschen füttern. Ja, Hühner füttern. Mal gucken, wie es denn geht. So richtig Futter haben wir auch noch nicht. Oder haben wir schon Futter? Moment. Haben wir... Hatten... Hallo? Hallo? Wo sind denn die Eier hin? Hallo, ist da jemand drin? Hey, was machen Sie in meinem Hühnerstall? Ich komme jetzt rein. Hallo? Hey, was machst du in meinem Hühnerstall? Was erschreckst du mich denn so? Ey, komm mal raus hier. Was machst du in meinem Hühnerstall? Ja, Eier sammeln natürlich. Ja, Eier sammeln, das sind meine Eier. Sag mal, bist du ein Eierdieb oder was? Nein, ich hab Hunger. Ich hau dir auf die Pfoten, das gibt's ja nicht. Willst du meine Eier klauen? Ja, klauen würde ich das jetzt nicht nennen. Das ist ja nicht dein Ernst, oder? Aber ich darf doch bestimmt ein, zwei Eierkiss. Ja, was hast du denn vor mit den Eiern? Vor allen Dingen ist es früh, 6.40 Uhr. Hast du da drin gepennt? Ja, natürlich. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ja, aber wo soll ich denn sonst hin? Ja, hast du kein Bett oder hast du kein Zuhause? Nein, ich streife schon seit Ewigkeiten durch das Land. Ernsthaft jetzt? Ja. Ich weiß halt einfach nicht, wo ich hin soll. Was, bist du obdachlos oder was? Ja. Ernsthaft? Ja, natürlich. Ich habe kein Dach über den Kopf und ich suche immer irgendwo was, wo ich hin kann. Und dein Hühnerstall, der war gerade passend für mich. Also ich bin mir jetzt hier ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich hier die Polizei rufen soll. Ich meine, das ist ja mein Grundstück, das ist ja mein Hof. Bitte. Ja, das ist keine Polizei. Bloß nicht. Ja, aber du brichst hier in meinen Hühnerstall ein, pennst da bei meinen Hühnern. Hast du irgendeinen Huhn was getan? Nein. Ich sag's nur, dir. Ich habe hier nur ein paar Eier. Ich sag. Ups. Was war denn das? Ja, nein, siehst du doch. Ist ja nicht dein Ernst, oder? Ja, Entschuldigung. Jetzt hör auf, die Eier runterzuhauen. Tut mir leid. So, und kannst du mir mal erzählen, was ich jetzt mit dir mache? Ich meine, wenn ich den Lanzel anrufen, der kommt hierher, der nimmt dich komplett auseinander, der ruft dich wie so ein Huhn. Aber nein, das darfst du nicht. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Weißt du, soll ich dir was sagen? Ja, bitte. Du stinkst 50 Meter gegen den Wind, ey, das ist ja furchtbar. Wann hast du das letzte Mal geduscht? Weil bestimmt schon 3 oder 4 Wochen her. Das war zuletzt. Wie lange streist du schon durchs Land? Boah, schon ein paar Jahre insgesamt. Alter, das ist da nicht wahr. Pass auf. Ja. Pass auf. Du hast hier die Nacht in meinem Hühnerstall gepennt, ja? Ja, so, du bist ja unbefugt, bist du da in dem Sinne ja auch eingebrochen irgendwo. Ich rufe jetzt hier keine Polizei. Ja, danke. So. Pass auf, ich mach dir ein Angebot. Aber lass deine Finger in den Taschen, ich sag's dir, wenn du irgendwas stibitzt. Nein, alles gut. Pass auf, du kannst dich bei mir frisch machen. Ja, im Erdgeschoss ist eine Dusche. Da dusche ich nach der Arbeit immer gleich duschen. Wehe, ich sehe dich um. Unten rein, gleich ins Gäste-WC in die Dusche. Ja. So. Und dann, als kleine Wiedergutmachung, hilfst du mir. Kannst du irgendwas? Ja, bestimmt kann ich irgendwas, aber... Hast du einen Führerschein? Ja, vor 20 Jahren hatte ich mal einen gehabt. Okay, ja, krieg mal hin, auf dem Feld ist viel Platz. Ich hab halt auch nichts bei mir. Was heißt, du hast nichts bei dir? Ja, das Einzige, was ich hab, das ist mein... Ja, meine Flaschen. Oh, du hast aber nicht getrunken, oder? Ja, natürlich. Oh. Mir muss doch warm sein.
Ja, pass auf, du gehst jetzt hier da rein, gib die Flaschen her. So, Ja, die gibst du jetzt her, die tue ich gibt. jetzt hier rein, die Ja. kriegst du dann wieder. Aber jetzt brauchst du die erstmal nicht. Okay. So, meine Güte, pass auf. Du gehst jetzt da rein, machst dich frisch, da muss auch noch ein Hemd von mir hängen, das kannst du nehmen. So, und dann kommst du raus und sagst mir Bescheid. Und wie, du haust ab, ich sag's dir. Ja, okay. Dann komm raus, ich Okay. bin hier auf dem Hof, dann melde ich und ja. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich rufe jetzt erstmal nicht die Polizei. Wenn du abhaust, rufe ich den an. Ja, Und wenn du da ich. drinnen irgendwas stibitzt oder lange Finger kriegst, du auch. Mal ganz ehrlich, also danke. Ja, kein Wirklich. Problem. Ja, hast ja nichts. Was soll ich machen mit dir? Kann dir jetzt hier, der wird es ja auch nicht besser, wenn jetzt die Polizei noch kommt. Im Endeffekt wolltest du auch nur was zu essen. Und einen warmen Platz wahrscheinlich. Richtig. Ja, komm, dann mach dich frisch und ich habe viel zu tun und. Pass auf, ich bin hier vorne. Siehst du die Kühe? Ja. Ja, dahinter ist ein Feld. Da bin ich unterwegs. Da kommst du vorbei. Pass auf, Ja. drinne, hinten links ist die Küche. Da nimm dir noch, wegen mir, nimm dir was zu essen und was zu trinken aus dem Kühlschrank, ja? Ja, danke schön. Gut. Und melde dich dann Vielen gleich, Dank. ja? Ja, mache ich. Bis gleich. Ja. Weiß nicht, ob ich dem vertrauen sollte. Das ist jetzt echt. Aber ich habe jetzt auch keine Zeit. Ich muss ansehen und die Felder bestellen. Das wird sonst alles nichts. Ah, Moment, wie sieht es denn überhaupt aus auf den Feldern? So, die sind auf jeden Fall abgeerntet. Oh, da muss auch noch Kalk drauf. Moment, wo ist denn unser Kalkstreuer? Der ist bestimmt hier hinten. Okay, also, wir müssen auf jeden Fall einmal Kalk streuen. So. Jetzt muss ich aber erstmal schauen, ob in dem Kalkstreuer Kalk drin ist. Wahrscheinlich könnte sogar Kalk drin sein. Ich bin mir nicht sicher. So. Okay, wir schauen mal ganz kurz. Ich sag, wenn der lange Finger kriegt, ich beiß mir. Naja. Aber was soll ich machen? Der hat nichts. Der hat nichts zu essen. Der hat nichts. Der stinkt 50 Meter gegen den Wind. Und alles. Was soll ich mit dem machen? Da kannst du. Muss ihm ja wenigstens was zu essen geben und mal duschen lassen. Vielleicht kann er mir ja helfen, wenn er wieder halbwegs ein bisschen nüchtern ist. Ich meine, zurzeit kann ich jede Hilfe gebrauchen. So. Bringen wir einmal das Kalk hier drauf. Auf jeden Fall ist eins Fakt, den kann ich nicht quer durch die Stadt fahren lassen. So, aber vielleicht kann er hier auf den Feldern ein bisschen was machen. So. Gott sei Dank nur ein kleines Feld. Ach, wir können gar keinen. Muss mal überlegen. Wir können, glaube ich, gar kein Mais legen, weil wir gar keine Einzelkorn haben. Ah, da ist ja auch wieder das Problem. So. Hier ist er ja. Vorsicht, Kalk! Hallo. Oh. Mensch, Du meine pass da Güte. auf! Ja, ich Doch. kenne mich damit halt nicht aus. Geh mal hier vor an den Weg ran und warte, ich bin gleich fertig. Oh, okay. Oh, ich muss hier das eine Feld noch fix kalken. So. Okay. Gut. Pass auf, bist du halbwegs wieder klar im Kopf? Ja, und danke nochmal. Ja, kein Problem. Pass auf, pass Wie ist auf. überhaupt Ich dein gebe dir Name? Landbert. Und bei dir? Ich heiße Jupp. Jupp. Also, alle nennen mich Fiedels Jupp. Fiedel Jupp. Ja. Okay. Ja, kein Problem. Nenne ich dich auch Fiedel Jupp. Okay, Wie alles gesagt, klar. sag einfach Landbert zu mir. Okay, Landwirt. Okay, pass auf. Hier, alter Fanfavorit. Mein Baby. Ein Schätzchen. Ja. Damit kommst du klar. Die Technik ist nicht so schwer. Pass auf, ich Okay. schmeiß die Amazon wieder rein. Ich schmeiß den Grupper hinten dran. Und zeig dir das mal ganz kurz auf dem Feld. Warte mal hier, ich hole mal die Technik. Vielleicht kannst du mir Ja. helfen. Wenn du dich Ja. nicht ganz so dumm anstellst, gebe ich dir auch Geld. Okay. So. Wir haben zwar selber nicht, aber naja, gut. Komm. Wir haben wenigstens, wir haben Tiere, wir haben zu essen, wir haben ein warmes Bett und alles. Der Kollege hat ja gar nichts. Da können wir ja wenigstens noch ein bisschen Geld geben. So. Stellen wir erstmal das gute Stück hier wieder rein. Gott.
So, ich muss auch bei der Kartoffelernte vorbeischauen. Ich muss jetzt. Ach, und die Pellets, ey. Bin gespannt, wie weit Horst gekommen ist. Okay. So. Eigentlich müsste ich hier für den Gruber wahrscheinlich sogar meinen Deutz geben. Naja, obwohl. Ich glaube, der Kleine schafft das. So. Hoffentlich hat er nicht zwei linke Pfoten, ey. Da kann ich mit dem nämlich gar nichts anfangen. Ich bin der stille Zecher und sing die ganze Nacht, Jupp. wenn wie Ei. Ja, hier bin ich wieder. Das ist das gute Stück. Pass auf. Oh, cool. So, ich erkläre dir die Technik. Hier, komm her. Mit dem Hebel hier Ja. kannst du in die Hydraulik heben und senken. Guck. Zack. Okay. Warte, kurz, ich fahr mal rum. Vorsicht. So. Okay. Komm her hier. Ich bin da. So, mit dem Hebel klappst du das hinten auf, das gute Gerät, ja? Ja, okay. So, und dann eigentlich ist es nur noch die Hydraulik senken, zack. Und Ja. dann Gas. Lastgang ist drin. Und dann Okay. fährst du hier vor, hebst hinten wieder an, fährst Ja. runter, pass auf, du fährst erst dreimal um das Feld rundherum. Und Ja. dann immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Okay. Ja. Ja, ich glaube, das kriege ich hin. Kriegst du das hin? Ja, das sollte klappen. Okay. Ich probiere es mal. Moin. Ah, oh, Horst, grüß dich, Mensch. Hast du noch lange Hallo. gemacht? Bis gerade eben Feierabend. Bis gerade eben? Ja. Oh mein Gott. Also es sind knappe 9.500, aber wenn wir noch weitermachen, brauchen wir noch 2 Tage. Alter Schwede, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Juhu, Wahnsinn, das ich redet bin mir gerade nach. Trecker-Fan. Wen hast du denn da auf der Welt? Das glaubst du mir nicht. Das wirst du mir nicht glauben. Das ist der Jupp. Der Jupp. Den habe ich im Hühnerstall gefunden. Ah ja, Eier legen kann aber nicht. Nee, er hat eher die Eier gegessen, die rohen. Und wo kommt er jetzt auf einmal her? Ich habe keine Ahnung, er ist ein Landstreicher. Er hat gesagt, er zieht schon seit Jahren durch die Ländereien und alles und hat einen Platz zum Schlafen gesucht und eigentlich auch nur was zu essen. Und hat gedacht, mein Hühnerstall, der ist so bequem. Oh, naja, gut. Aber Ja. sehr nett, dass du. Naja, ich habe jetzt zu ihm gesagt, pass auf, nimm dir, ich habe ihn jetzt duschen lassen, der hat gestunken, das kannst du dir nicht vorstellen. Habe ihm noch ein Hemd von mir gegeben, was zu essen und alles und habe gesagt, pass auf, dass hier den Herrn Lanze nicht Bescheid sagt, da hilfst du mir jetzt hier ein bisschen auf dem Hof. Das ist Als nur kleine geben und nehmen, das Gegenleistung. passt. Ja, ich gebe Aber ihm dann, drücke ich ihm duschen noch und ein bisschen essen ist Geld in die gut. Hand. Was sagst du? Ich sag, duschen und essen ist gut, das werde ich jetzt auch mal tun. Also soll ich Auf jeden dir Fall. die Presse stehen lassen? Magst du noch weiter reinschmeißen? Ansonsten komme ich heute Abend wieder. Pass auf, dann treffen wir uns heute Abend wieder. Alles klar. Treffen wir uns abends wieder, okay? Ja, ich. Wie ist das mit den Pellets? Nimmst du die gleich mit? Soll ich dir die hochbringen oder wie? Ich habe jetzt noch nichts umgeladen. Es hat ein Fassungsvermögen von 9.000. Also ich kann die mit hochnehmen, kann sie Okay, perfekt. veräußern, gleich in die Börse einbringen und dann würde ich dir das Geld überweisen für die Pellets. Horst, vielen, vielen Dank. Zieh dir deinen Anteil gleich ab und vielen, vielen Dank, ne? Alles klar, also Pass ich. auf, der Ja. Friesi, der Damien. Ja. Der Damien. Der hol den Mais selber bei dir ab und gibt dir das Geld. Ich hab mich da jetzt pass auf, der Damien, ich hätte den Mais an den Damien weiterverkauft. Ich hätte ihn selber nicht gebraucht. Ach so, ich habe mich schon gewundert wegen Ja. Kühe und Nee, Hühner. ach, pass auf, ich habe da ein kleines Geschäft gewittert und hab im Endeffekt auf ein bisschen Geld gehofft, aber mir ist der schlechte Ruf im Dorf dann auch nicht wert. Weißt du wie? Und deswegen, ja. Oh nee, was macht denn der? Oberlandwirt, ich kann Trecker fahren. Halt an! Tritt Oh auf die Gott, das Bremse! Ding. Was machst du? Du machst ja die ganzen Scheibenwerke hier, den ganzen Grubber zur Sau. Warum? Na, erstens machen wir schon mal keine Kreisfahrt. Du fährst bis vor an die Ecke, dann hebst du den an, so wie ich dir das gezeigt habe, dann drehst du mit dem Traktor rum und dann fährst du wieder ran ans Feld und senkst den wieder ab. Wenn du hier so scharf rumziehst, da verbiegst du doch alles hinten dran. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Kein Schaden machen hier, Mensch.
Ja, ich versuch's nochmal. Okay, fahr jetzt rückwärts runter und dann machst du die Ecke gleich mit. Und hier wird sauber gearbeitet am Hof vom Landbert. Ja, okay. Cheves steht für Qualität. Okay. Ja. So. Okay, Horst, ich muss leider die Kartoffelernte läuft nämlich auch noch nebenbei. Ja, muss ich dir aber hoch anrechnen, das mit dem Damien. Also, du passt, glaube ich, doch in die Gemeinde. Oh, danke. Das ist lieb von dir. Ich leg mal ein gutes Wort für dich ein beim Stammtisch. Sehr, sehr lieb von dir. Vor allen Dingen beim Lanzl wäre nett. Der ist doch auch immer mit dabei am Stammtisch. Ja, das kriegt man da sag mal ein gutes Wort, auf jeden Fall. Mach ich. Also ich gehe jetzt frühstücken, duschen, Bett und wir sehen uns heute Abend wieder und ich verkaufe schnell noch, bevor ich schlafen gehe. Alles klar. So, gut, machen wir's. Bis später dann. Jo. Servus. Gut, tschüssi. Ja. Jupp. Jupp. Ja? Was ich eigentlich sagen wollte, Schäbe, Qualität von Rewe. Von Rewe? Na, haben die nicht gute Qualität, was das Obst und Gemüse angeht? Egal, was wolltest du? Mache ich das richtig so? Ja, so ist gut, so ist gut. Ja. So weitermachen, so klappt das mit uns. Und okay, da drüben, guck mal, da drüben an der Ecke ist auch unsauber gearbeitet. Schön ordentlich, ich brauche die gesamte Feldfläche. Ja, gut, alles klar. Okay, alles klar. Kriege ich hin. Gut, alles klar, ich muss erst mal los, ne? Ich bin dann gleich wieder da. Ja, tschüss. Tschüss. Eieieiei, ob ich mir damit gerade einen Gefallen tue. Aber ich habe so viel zu tun und der Onno ist nicht da. Der ist verhindert. Mann. Okay, folgendes. Ach, wir müssen laufen. Wir flitzen schnell darüber. Okay, der Kartoffelender ist noch unterwegs. Das passt ja. Ach Gott. Ich glaube, dass der keinen Schaden macht. Ganz ehrlich. Wie stehen die Chancen, dass der keinen Schaden macht? Maximal 50, 60. So. Gut, dann schauen wir mal, ob wir zum Damien schon ein paar Kartoffeln abliefern können. Dann haben wir nämlich ein bisschen Geld. Dass natürlich 8.500 Pellets da rausgekommen sind, das ist ja super. Oh. Okay. Erwin? Erwin? Ja? Ja, wie sieht's aus? Hast du schon ein paar drin? Ja, müsste schon fast voll sein. Oh, ich komme dich abtanken, ja? Ja, also bei mir im Tank ist nicht viel drin. Ich habe erst eben abgetankt. Wohin denn da? Ach so. In den LKW rein. Ah ja, perfekt. Gut, dann fahre ich direkt ab, ja? Ja, könntest du mir vielleicht noch so zwei, hast du vielleicht zwei Anhänger noch oder so? Ja, weil ja, ich kriege wahrscheinlich heute noch eine Formführmaschine und die hat ein bisschen größeres Arbeitsbreite. Also, pass auf, ich würde sowieso den LKW mit Anhänger wieder zurückbringen, ja? Ja, gut, ja. So machen wir das. Alles klar. Ja, tschüssi, bis gleich. Jo, tschüss. Okay, perfekt. So. Ja, warte mal, dann können wir vielleicht noch mal kurz abtanken. Mal, wenn der Erwin. Vielleicht hält er kurz an. Können wir noch mal ganz kurz abtanken, da ist der vielleicht voll. Okay, 9.800, das passt. So, dann auf zum Davis. 9.800 Liter Kartoffeln zum Davis. Ich habe noch keine Ahnung, was ich dafür verlangen soll. Naja, wir schauen dann mal. Muss ich gut verhandeln, auf jeden Fall. Ich brauche Geld, aber da kommt noch einiges mehr runter. Das steht schon mal fest. Ja, gut. Puh, da wäre ich fast gegen den Zaun gefahren. Das kann man nicht anders sagen. Ganz knappe Sache da. Muss ich mal jetzt so einräumen. Das war wirklich fast gegen den Zaun. Das hätte er gegeben. Das ist hier so, hier in der Ortschaft machen wir mal lieber am Piano. Auch wenn wir jetzt hier nicht die große Zeit haben. Ja, manchmal heißt es einfach Glück gehabt. Mhm. Da heißt es einfach Glück gehabt. Sagte ja ein. So, und dann nehmen wir den Anhänger beim Strohlager noch mit, Nara. Dann können wir da auf jeden Fall die ganzen Kartoffeln reinmachen. Und ich könnte ja
schon hinterher ansehen. Vielleicht, wenn der Jupp das hinkriegt, dann zumindest das Grubbern hinbekommt, dann könnte ich direkt ansehen. Wenn ich jetzt wieder wüsste, wo der... Mann, wo hat denn der wieder seinen Hof, ey? Mal ganz kurz hier auf der Karte schauen. War der denn? War der hier drüben? Ich glaube, der war hier drüben, oder? Hier seinen Hof gehabt? War das hier? Ja, das muss hier gewesen sein. Ach, wo ist denn hier wieder die Einfahrt? Das ist ja eine Katastrophe. Mann, 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 Mann. So, jetzt aber hier rein. Hier ist auch keine Einfahrt. Sag mal, wo bin ich denn da? Doch hier. Ach du Sch- Was ist da denn bitte passiert? Oh, wir können mal ein bisschen Musik anmachen hier im LKW. Was ist da denn passiert? Ist ja nicht sein Ernst. Oh, nee. Hey, ihr blöden Hühner, weg da. Es kann ja nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Hier laufen die ganzen Hühner rum. Was ist er denn? Telefon-Klingel. Hä? Hallo? Hallo? Ja, moin. Ja, servus. Servus. Ich bin hier gerade am Hühneranfangen an deinem Hof. Ist es normal? Was bist du am Fahren? Ich fange gerade die Hühner an deinem Hof an. Grisch. Zurück in den Stall. Die laufen immer raus. Da kannst du immer tun und machen, was du willst. Ja, ich versuche die gerade hier. Die hauen doch alle ab. Zurück in den Stall. Die fahre ich immer platt, ist schön egal. Nicht dein Ernst, oder? Ja, was soll ich machen? Pass auf, ich bin hier mit 10.000 Liter Rüben. Kartoffeln schon mal. Das ist schon mal gut. Kannst du direkt bei den Schweinen reinschmitten, wenn du willst. Bei den Schweinen, wo bist denn du? Ich weiß nicht, wo ich das hier reinladen soll. Warte mal kurz. Ich bin gerade unterwegs zum Hof. Aber sag mal, ja. Bist du vielleicht am falschen Hof? Warum? Ja, weil das, so wie sich das angehört hat, waren das gerade Tauben. Nee, ich kann halt nicht so jedes so Huhn mähen hier. Na dann halt. Alles klar, ich bin sofort da, ich sehe schon meinen Hof. So, ich stehe hier mit dem LKW. 10.000 Liter habe ich drin. Das ist wunderbar. Das ist alles klar, gut. Ja. Guti, ach, da kommst du doch. Ja, komm ich doch. Oh, starke Farbwahl. Gut, leg mal auf. Ja. Armen Hühner hier. Ich muss ja mal die Eier hier wegtun, Mensch. Jetzt geht ja alles kaputt hier. Ich habe mal platt gefahren, die blöden Eier. Ich habe gerade Eierpaletten gekauft. Ja, wenn du keine Eier brauchst, dann gib sie mir. Eduard klaut die schon immer bei mir. Ich brauche Eier. So, soll ich da mal eben reinfahren oder was? Nee, auf keinen Fall. So, sag hier, wohin. Hier, wo das Gitter ist, da muss er reinschmeißen, ne? Da rückwärts rein? Ja. Okay, warte kurz. Wenn du mich kurz einweisen könntest, mit, dass wir nicht irgendwie Schaden machen. Ja, klar. Ja, alles gut, ich weiß nicht. Ein. So, ja, einschlagen auf jeden Fall. Und schon vor, ja, so, ja. Rum. Achso, hier rückwärts rein, ja? Ja, komm mal, hier ist noch Luft. Ja, fahr mal. Wo jetzt hier rechts? Ach, das gibt da alles. Ja, hier auf der Gita, fahr mal. Ja, ich sehe schon. Nicht so viel quatschen, nur Handzeichen geben, reicht mir. So. Gut? Ja, lad ab. Ah, das ist doch falsch. Und hier ist daneben. Jetzt hör doch auf. So, bist du weit? Bin soweit. Wir machen aber die ganz kleine Klappe. Willst du Zeit umkriegen oder was? Ja, Zeit ist Geld. Nee, natürlich nicht. So, pass auf, wegen den Kartoffeln. Kannst du mir immer das, was ich liefere, vielleicht schon bezahlen? Ja, sicher, klar, überhaupt kein Problem. Was hast du dir vorgestellt, für die Kartoffeln so? Huch. Mein Dachstuhl, bist du bescheuert? Ja, jetzt bleib doch ruhig. Da haben wir Glück gehabt. Gerade noch mal gut gegangen. Ich bin ein richtiger Glückspilz heute. Ups. Alles gut.
bin vorher auch fast gegen den Zaun gefahren, du glaubst nicht. Ach, ich fahre auch immer gegen, alles gut hier. Nee, ich bin ja fast nur dagegen gefahren. Der Hof ist hier voll klein. So, ist die große Klappe offen? Ey, die kleine. Oh nee, ey, warte kurz. Kannst du mal hinten den Riegel aufmachen? Nee, nein, ja, ich wäre hier wahnsinnig gleich. So, hier vorne. Ist jetzt offen? Ja, jetzt Vorsicht, ist offen. Kartoffelfrei. Jo, ja, so sieht das doch schon schöner aus hier. Gib aus, die Shit. Deswegen kippe ich immer seitlich. Ach, scheiß die Wand an. Deswegen kippe ich immer seitlich ab, weil da habe ich solche Probleme nicht. Ja, dann fahr doch ein bisschen weiter rückwärts und tut an. Ja, und da ist das Dach wohl weniger schräg, oder was? Nee, da kannst du aber seitlich machen. Dann findet ja auch hier wieder rein. Ja, bleib ruhig. So, pass auf. Alle raus, oder? Alle raus. Ja. Ich kann mal mit dem Besen durchgehen, oder ist so okay? Was denn jetzt, hör? Hallo? Nee. Was ist denn da? Oh, du fährst mein Bike um. Oh, das jetzt Dach stürzt gleich rein. Nein. Du machst mich fertig. Das ist, da kann ja keiner hingucken. Das steht. Soll ich Hilfe holen? Nee, ich weiß. Was ist denn da gerade los hier? Uiuiuiui. Der Landwirt in Gefahr. Bist du müde oder was? Landwirt in Gefahr. Ich hab da. Kipp ab! Und jetzt fahr mal nach vorne! Jetzt nach vorne! Da ist ein Problem aufgetaucht in der Hydraulik! Ich seh's grad! Ah, da müssen wir mal. Warte mal, den muss ich tatsächlich so mal. Den muss ich mal so stehen lassen vorerst. Ja, lass mal so stehen, ist alles gut. Wir gucken da nicht mehr hin, dann ist das schön. Das ist. Weißt du, ich habe ja früh Maler gelernt und mein Geselle sagte immer, ja, nicht mehr hingucken, dann ist das schön. Pack Sachen zusammen und ab geht's. Oh, warte. Was du? Soll ich hingucken oder was? Selten sowas gesehen. Naja, gut, pass auf. Wir lassen das jetzt einfach mal so. Sind 4000 okay für die Kartoffeln? Sind voll okay. Ich bezahle das zwar ganz schnell. Ja. Ich gehe einfach nochmal zu den Hühnern. Ja, mach das mal. Ich habe 4000 überwiesen. Danke. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Survivor. Na gut, wir sind erstmal fertig. Lasst das Däumchen da. Schaut bei Damien vorbei. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.